In diesem Video werde ich euch einmal erklären, wie QDSLR Dashboard funktioniert und wie ihr diese App einsetzen könnt, um perfekte Zeitrafferaufnahmen zu machen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Explore Creativity und in diesem Video möchte ich dir einmal erklären, wie QDSLR Dashboard funktioniert und wie du diese App benutzen kannst, um damit perfekte Zeitrafferaufnahmen zu erstellen. Da im Hintergrund läuft bereits mein Setup. Ich habe das Ganze schon einmal eingestellt und lasse jetzt schon einen Zeitraffer laufen, den ich euch am Ende dieses Videos zeige. Und jetzt zeige ich euch genau, wie QDSLR Dashboard funktioniert, was es leisten kann und wie es sich dann mit der Kamera verbindet, um die Kamera zu steuern. QDSLR Dashboard ist erstmal eine App, die es für iOS und Android gibt. Sie ist nicht kostenlos, sondern sie kostet was. Aber sie ist es absolut wert, denn QDSLR Dashboard ist die einzige Möglichkeit, für einen sehr, sehr geringen Preispunkt eine vollautomatisierte Zeitraffersteuerung zu haben. Denn QDSLR Dashboard ist in der Lage, eure Kamera während der Zeitrafferaufnahme zu korrigieren. Das heißt, nach jedem Bild oder in meinem Fall nach jedem dritten Bild, das erkläre ich euch gleich, korrigiert QDSLR Dashboard die Belichtung meiner Kamera, um sich an den äußeren Einflüssen, also um sich zum Beispiel an einem Sonnenuntergang, wo es also immer dunkler wird, oder einen Sonnenaufgang, wo es immer heller wird, anzupassen. Auf diese Art bekommst du einen perfekten Übergang für jede Art von Zeitraffer und speziell für die Holy Grail Zeitraffer, also den Übergang vom Tag zur Nacht oder von der Nacht zum Tag. Weil die sind besonders schwierig abzubilden, weil der Dynamikumfang natürlich extrem groß wird. Von absoluter Dunkelheit bis zu taghell. Alles dazwischen muss die Kamera abbilden und das geht nur, wenn die Kamera zwischendurch die Belichtungseinstellung ändert. Das könnt ihr manuell machen, das geht auch sehr gut, aber QDSLR Dashboard ist eben in der Lage, das Ganze automatisiert zu machen. Ihr stellt das einmal ein, lasst ihn laufen, müsst nichts mehr anfassen, die Kamera stellt automatisch die Belichtung nach und erzeugt so einen perfekten Übergang für die schwierigsten Zeitraffer-Szenarien. Damit QDSLR Dashboard eure Kamera überhaupt steuern kann, muss sich die App natürlich erstmal mit der Kamera verbinden. An meiner 6D kann ich das einfach über WLAN machen. Das heißt, ich schalte zuerst das WLAN an meiner Kamera an. Das Ganze funktioniert aber auch über Kabel, wenn ihr wollt. Als nächstes gehe ich dann auf mein Smartphone und verbinde mich dort jetzt mit dem WLAN, was meine Kamera aufgemacht hat. Das ist bei mir das Creativity 6D. Und sobald sich meine Kamera mit diesem WLAN verbunden hat, kann QDSLR Dashboard diese Verbindung nutzen, um die Kamera eben zu steuern. Jetzt kann QDSLR Dashboard also gestartet werden. Dann wählt ihr als nächstes die Kamera aus, die ihr benutzt, in meinem Fall Canon, und dann verbindet sich die App sehr, sehr schnell direkt mit Canon, mit meiner Kamera. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite verschiedene Optionen und für uns ist da wichtig die LR Timelapse Option. Das ist die, die wir benutzen wollen. Und hier kommt jetzt die erste Fehlermeldung, die aber wichtig ist, daran müsst ihr nämlich immer denken, ihr müsst nämlich immer RAW plus JPEG in eurer Kamera eingestellt haben. Das machen wir also direkt. Gerne meine Kamera und stelle vom normalen RAW-Format auf RAW plus JPEG um. Achtet allerdings darauf, dass die JPEG-Auflösung so klein wie möglich ist, denn diese JPEG-Bilder werden von der Kamera an die App übertragen und deshalb sollte die Datenmenge so gering wie möglich sein. Jetzt verschwindet auch der entsprechende Warndialog und die Funktion steht uns zur Verfügung. So sieht jetzt also das Menü aus, in dem wir uns jetzt hauptsächlich bewegen werden. Wir können jetzt hier erstmal über Capture Sample eine einzelne Aufnahme starten und wir sehen jetzt auch direkt die Werte, mit der diese Aufnahme erstellt wurde und wir sehen das Histogramm. Das ist also schon mal eine interessante Hilfe. Wir können jetzt alle Werte, alle Einstellungen der Kamera direkt in der App verändern. Ihr seht es dort, wir haben die Belichtungszeit, wir haben das ISO. Nur die Blende, die können wir hier nicht verändern. Die Blende stellt ihr vorher an der Kamera ein, die sollte aber für Zeitraffer idealerweise auch immer auf Offenblende stehen bleiben. Hier kann ich jetzt die maximale Belichtungszeit auswählen, die ist später noch interessant, genau das gleiche, der maximale ISO-Wert. Bis zu diesen Werten darf QDSLR Dashboard also meine Belichtung korrigieren, darüber hinaus nicht mehr. Das funktioniert dabei so, dass QDSLR Dashboard zuerst die Belichtungszeit verlängert, bis es nicht weitergeht, bis ihr an den Maximalwert stoßt und erst dann das ISO verlängert. Ihr seht hier, ich kann jetzt direkt die Einstellung der Kamera verändern und über Capture Sample immer neue Testbilder machen, so lange bis mir die Belichtung gefällt. Und so sieht das Ganze jetzt doch auch ganz gut aus. Diese Einstellung können wir erstmal belassen. Ich habe ja gerade schon die Maximalwerte festgelegt und mit diesen Einstellungen kann jetzt eben die App benutzt werden und kann die Kamera erstmal gestartet werden. Um das Ganze dann zu starten, müssen wir einmal die Auto Holy Grail Funktion aktivieren. Dort können wir jetzt auswählen, ob wir den Sunset oder den Sunrise abbilden möchten. Das ist jetzt hier in dem Fall eine Tagaufnahme, deshalb lassen wir es einfach mal auf Sunset stehen. In den Settings ist noch ganz interessant, können wir den Pool Size
und die Transfer Every angeben, sollte beides auf 3 Bildern stehen. Die EV-Abweichung sollte auf 0,3 stehen. Ihr könnt hier unten auch noch ein Aperture Ramping aktivieren, das ist aber nicht unbedingt nötig, ist auch meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Diese Einstellung belassen wir also jetzt erstmal so und jetzt sind die Voreinstellungen in der App soweit getroffen. Ich habe den maximalen ISO-Wert festgelegt, ich habe die Belichtungszeit festgelegt und ich habe eben den Auto Holy Grail schon angeschaltet. Auto Direction braucht ihr tatsächlich nur, wenn ihr am Tag fotografiert und nicht wisst, in welche Richtung sich eure Belichtung verändern wird. Wenn Auto Direction aktiv ist, haben wir nämlich auch noch einen minimalen ISO-Wert, den wir aktivieren können. Schaut euch das mal an. Jetzt ist die 50 ausgegraut und jetzt ist die 50 wieder da. Ich kann also als minimalen ISO-Wert noch ISO 50 einstellen, bei meiner 6D jetzt. Bei eurer Kamera ist das vielleicht anders. Jetzt, wo alle Einstellungen in der App getroffen wurden, heißt es erstmal das Intervalometer anschließen, denn das eigentlich Auslösen der Kamera findet weiterhin durch ein externes Intervalometer statt. Das ist ganz wichtig, weil dann kann euch nämlich die App einfach mal abstürzen, euer Zeitraffer läuft aber trotzdem weiter und ihr könnt immer noch manuell eingreifen. Deshalb macht das Ganze über ein externes Intervalometer. Ich benutze hier ein Modell von JJC, welches das genau ist und wo ihr das herbekommt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Ich kann jetzt hier im Menü N festlegen, wie viele Bilder ich schießen möchte. Ich werde jetzt hier 300 Bilder einstellen. Das heißt, es wird eine Sequenz mit 300 Bildern. Ich werde gleich einen Intervall von 3 Sekunden einstellen. Und das bedeutet, am Ende kommt da bei 30 Frames pro Sekunde ein 10-sekündiges Video raus. So, jetzt haben wir die Frames festgelegt und jetzt wechsle ich ein Menü davor auf Int, das steht für Intervall und dort gebe ich jetzt als Intervall 3 Sekunden ein und jetzt sehen wir da eben auch die fertigen Einstellungen 3 Sekunden und 300 Bilder. Und jetzt kann ich die Aufnahme über das Intervalometer einfach starten. Die Kamera befindet sich natürlich im M-Modus die ganze Zeit, das ist natürlich wichtig und jetzt läuft die Aufnahme fröhlich vor sich hin. Und in QDSLR Dashboard sieht das Ganze dann so aus. Es wird jetzt jede Aufnahme gemacht. Ihr seht dort bei Frame, wie sich diese Zahl immer weiter erhöht und bei Total Frames, wie viele Bilder wir insgesamt gemacht haben. Und jedes dritte Bild wird als Vorschaubild hier in die App übertragen. Ihr seht also, erst jedes dritte Bild ändert sich. Und ihr seht weiterhin oben die beiden Werte Loom und Reference. Reference ist der Wert, ab dem die App die Einstellung wieder verändern würde. Wir haben also hier aktuell eine 1000stel Sekunde Blende 4 ISO 100. Wenn der Lumenwert unter den Referenzwert fällt, dann wird die App die Belichtungszeit um eine Stufe verlängern. Dieser Referenzwert kann da über die Einstellung Set Reference und oder Reset Reference mit Plus und Minus während der Aufnahme die ganze Zeit korrigiert werden. Wenn ihr also den Eindruck habt, die App ändert die Belichtung zu früh oder zu spät, dann könnt ihr den Referenzwert rauf oder runter setzen, damit sie das eben früher oder später tut. Aber das ist eben das Interessante, beobachtet immer den Lumenwert. Der Lumenwert wird von jedem dritten Bild genommen, eben das, was jeweils übertragen wird. Ihr seht das jetzt. Jetzt ändert sich der Lumenwert wieder. Und der Referenzwert bleibt also immer gleich. Und sobald der Lumenwert den Referenzwert unterschreitet, ändert sich eben die Belichtung durch die App. So stellt ihr das Ganze dann auch an der Kamera dar. Ihr könnt idealerweise die Vorschau der Bilder aktiviert lassen. So seht ihr immer noch so einen kurzen Eindruck vom Bild selber auf der Kamera. Und jetzt ist unsere Sequenz auch schon fast am Ende. Ich beschleunige das Ganze jetzt nochmal, sodass wir uns am Ende dann nochmal die volle Sequenz anschauen werden. Aber so funktioniert QDSLR Dashboard. Jetzt sind wir gleich durch mit der Sequenz. Noch das letzte Bild. Und jetzt ist die Sequenz fertig. Und jetzt hört eben das Intervalometer automatisch auf. Und jetzt können wir auch die App schließen und können eben mit der Bearbeitung des Zeitraffers weitermachen. So, ich hoffe, mit dieser Anleitung konnte ich dir so ein bisschen die Angst vor QDSLR Dashboard nehmen. Ich weiß, die App wirkt gerade am Anfang super überladen, super komplex und viele der Einstellungen sind einfach nicht richtig gut benannt, sodass man am Anfang nicht so richtig weiß, auf was man achten soll. Dabei ist es recht leicht, damit eben einen Holy Grail Zeitraffer aufzusetzen. Ich denke, das habe ich euch in diesem Video gezeigt. Probiert es auf jeden Fall selber mal aus. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, vor allem, weil es nicht wirklich eine Alternative dazu gibt. Es gibt keine andere Alternative zu QDSLR Dashboard, wenn du einen vollautomatisierten Zeitraffer laufen lassen willst, außer vielleicht so Geschichten wie den Ramper Pro von Elysia Visuals, aber das ist ein kleiner Kasten, für den bezahlt ihr 600 Euro und hier braucht ihr nur eine kleine Smartphone-App. Probiert das auf jeden Fall mal aus, ich kann das sehr empfehlen. Ich mache alle meine Zeitraffer, in denen irgendwie sich die Belichtung ändert, also alle meine Tag-Nacht-Zeitraffer sind alle mit QDSLR Dashboard gemacht. Ich benutze die App jetzt schon mehrere Jahre und ich bin wirklich äußerst zufrieden damit.
So, ich blende dir an dieser Stelle jetzt noch zwei weitere Videos ein, die dich vielleicht interessieren können. Schau sie dir einmal an und vergiss auch nicht, diesem Video einen Daumen nach oben dazulassen, wenn es dir gefallen hat, und diesen Kanal zu abonnieren, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.